bei uns geht es jetzt um E-Government und digitale Verwaltung. Und zu mir gekommen sind zwei Staatssekretäre und ein führender Mann aus der Wirtschaft, Herr Staatssekretär Klaus Witt aus dem Bundesministerium des Inneren in Berlin, der gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik ist. Dann hier aus Saarbrücken Herr Staatssekretär Jürgen Lennartz, der gleichzeitig auch Beauftragter der Landesregierung in Berlin beim Bund ist und auch Chief Information Officer der Landesregierung. Können Sie uns nachher noch erläutern. Und zu meiner Linken Karl-Heinz Streibich, CEO der Software AG, eine der größten, sowohl weltweit eine der größten Softwareunternehmen als auch in Deutschland das zweitgrößte Softwareunternehmen. Wir haben hier zwei Techniker, nämlich zwei Nachrichteningenieure und einen Mathematiker, Herr Fitt, und einen Juristen. Also alles, was man so braucht, um die digitale Welt zu gestalten. Und bevor wir jetzt über das Thema, bevor wir da tiefer einsteigen, E-Government. Ich glaube, das ist ein Begriff, der wahrscheinlich den meisten Bürgern nicht geläufig sein wird. Und auch digitale Verwaltung klingt jetzt mal, ich sag mal, nicht so besonders sexy. Vielleicht können wir mal versuchen, das so ein bisschen plastischer zu machen. Und bevor wir, wie gesagt, ins Detail gehen, einfach, dass jeder mal von Ihnen mir mal sagt, was denn so ein gutes Beispiel dafür ist. Herr Fitt, wenn Sie anfangen mögen. Für das E-Government und Digitalisierung der Verwaltung. So was die Leute auch, womit die Leute auch was anfangen können. Ja, es ist einfach der Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen, die ich ja heute persönlich machen kann oder telefonisch. Und Digitalisierung bedeutet, dass man sozusagen auch einen Online-Zugang hat, dass man übers Internet sein Anliegen bei der Verwaltung platzieren kann und möglichst komplett digitalisiert abwickeln kann. Mhm. Herr Lennartz, was stellen Sie sich darunter vor? Bei uns im Saarland hat das 2001 angefangen, als wir die erste papierlose Kabinettssitzung eingeführt haben. Das war am Anfang tatsächlich, wir wollen Papier sparen. Hunderte, manchmal tausende Seiten von Papier, die kopiert werden mussten, in die Ressorts, Fitt kennt das von der Bundesregierung genauso, transportiert werden mussten. Das alles wollten wir langfristig uns ersparen, weil wir sagten, es gibt jetzt die Vernetzung unter den Ministerien digital und wir können das jedem zuschicken. Er kann es aus seinem PC lernen. Wir hatten damals sogar an einem Samstag einen Kurs für alle damals Minister, die den Umgang mit Computern gelernt haben. Und das ist heute ja schon selbstverständlich, diese Entwicklung. Das war damals neu. Wir haben sogar es in die überregionalen Zeitungen mit der Aktion geschafft. Und es kam allerdings ein paar Monate später ein Protestbrief aus Estland. Die haben dann gesagt, wir waren 3 Monate schneller als im Saarland. Herr Strabig, was kann man sich aus der Wirtschaft unter digitaler Verwaltung vorstellen? Ja, im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen, dass man eine erheblich einfachere Kommunikation mit der Verwaltung hat. Dass Behördengänge wegfallen, dass Bürokratiekomplexität wegfällt. Und zum anderen natürlich, dass wir uns alle wünschen, dass durch die interne Digitalisierung der Behörden ein Beitrag zur Einhaltung der Kostenbremse geschaffen wird, dass man insgesamt auch diese, ich nenne es mal Effizienz-, Produktivitätsfortschritte in der Verwaltung hat, die ja wir in der Wirtschaft machen mussten in den vergangenen Jahren, sonst wären wir nicht wettbewerbsfähig gewesen. Gut, also versuchen wir mal der Sache noch ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen. Herr Fitt, Sie sind Vorsitzender des IT-Planungsrates von Bund und Ländern. Mhm. Planen Sie, und das Stichwort der Ihrer letzten Sitzung war, glaube ich, ein Portalverbund. Erläutern Sie uns doch mal bürgernah, was man darunter zu verstehen hat. Ja, der IT-Planungsrat setzt sich zusammen, so wie Sie das gesagt haben, aus den IT-Verantwortlichen der Länder. Sie haben Ihr eigenes Mikro. Oh, Entschuldigung. IT-Verantwortlichen aus den Ländern und IT-Verantwortlichen vom Bund, das bin ich. Und wir überlegen uns, wie wir die Digitalisierung nach vorne bringen können. Und ein gravierendes Thema dabei ist der Portalverbund. Das bedeutet nichts anderes, dass wir die föderale Struktur abbilden wollen über Verwaltungsportale. Verwaltungsportale sind Online-Anwendungen, wo die Verwaltungsdienstleistungen über das Internet sehr einfach zugänglich sind. Rahmenbedingung dafür ist, dass diese Online-Anwendung aus Sicht der Bürger und aus Sicht der Unternehmen gestaltet werden und nicht aus Sicht der Verwaltung von der Organisation, sodass der Bürger einen ganz einfachen, leichten Zugang hat zu Verwaltungsdienstleistungen über den Online-Kanal. Wie ist denn das Saarland da aufgestellt in dem Bereich? Wie weit sind Sie denn schon?
Wie gesagt, wir haben früh angefangen, wir hatten Schwierigkeiten zunächst in den Ministerien, dass die einen ein System hatten, die anderen ein anderes System, die waren nicht kompatibel miteinander. Man konnte tatsächlich nicht miteinander kommunizieren, obwohl wir alle Computer hatten. Das ist schon lange überwunden und wir sind in dem Bereich sehr weit fortgeschritten. Gerade die im letzten Jahr, die Flüchtlingskrise oder vielmehr die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, haben ja die Verwaltungen vielerorts auch auf harte Herausforderungen und an harte Herausforderungen gestellt. Weil man so viele unterschiedliche Systeme hat. Unterschiedliche Systeme und wie man da nicht die Daten austauschen konnte. Wir haben das sehr schnell gemacht. Mit der Unterstützung des Bundes haben wir auch als Erste mit die Fingerabdrücke erfassen können und die jetzt mittlerweile auch vergleichbar sind in Deutschland. Und daran arbeitet der FIT ja mit Hochdruck, sodass wir auch die Möglichkeiten haben, hier schnell zu erfassen und schnell die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Flüchtlinge dorthin kommen, wo sie auch verbleiben können über längere Zeit und wo sie dann im optimalen Falle auch in Arbeit kommen können, wenn sie bleiben dürfen. Mhm. Herr Strabig, wo sehen Sie denn die größten Chancen für die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung? Ja, die größte Chance sehe ich darin, dass einfach die Bürgerakzeptanz in der Interaktion mit der Verwaltung wesentlich erhöht wird. Stellen Sie sich mal die neuen sogenannten Digital Natives vor, die Jungen. Die verstehen nicht mehr, dass sie mit zum Beispiel bei Amazon, bei Facebook und sonst wo ganz einfach kommunizieren können, sich vernetzen können, Dinge klären können. Und bei der Verwaltung muss man hingehen, man muss vor Ort sein, man muss frei nehmen, man muss dahin fahren, man muss eine Unterschrift abholen. Und das wird sich sicherlich dann auch weiterführen, die ganze Dinge, die heute noch im Staat notwendig sind, über das Notarwesen, alles extrem teuer, ich sag mal wenig wertschöpfen, das kann man heute über sichere digitale Prozesse und Verfahren auch anders machen. Und man somit das Gesamtsystem, das Gemeinwesen wettbewerbsfähiger macht, denn die Länder, die in der Lage sind, ihre Bürokratiekosten wesentlich drastisch unterhalb derer zu haben, die es noch nicht gemacht haben, die haben einfach einen Wettbewerbsvorsprung. Entsprechend wird der Wohlstand in diesem Land schneller Fortschritte machen. Da sehe ich den größten Nutzen aus der digitalen Verwaltung, dass man eben diese Effizienzvorteile, diese Vereinfachung in der Zusammenarbeit erheblich nach vorne bringt. Herr Fitt, ist es denn so, dass die Bürger das tatsächlich annehmen? Also Sie reden ja sehr darüber, was es schon alles gibt, aber man hat so den Eindruck, sozusagen bei denjenigen, die es betrifft, ist es noch sehr wenig angekommen. Täuscht dieser Eindruck? Nein, der Eindruck ist richtig. Es liegt aber häufig daran, dass der Bürger selber gar nicht weiß, was für ein Angebot es eigentlich gibt. Und wenn er das weiß, ist es manchmal sehr schwer zugänglich. Es kann ja sein, dass ein Anliegen ist, das auf Bundesebene, Landesebene oder kommunaler Ebene erledigt werden kann. Heute muss der Bürger wissen, in welches Portal muss ich reingehen, um das Anliegen zu erledigen. Der Portalverbund hat den Vorteil, egal welches Portal der Bürger nutzt, für sein Anliegen wird er immer weitergeleitet, ohne dass er es merkt, auf das richtige Portal und da wird sein Anliegen digital abgearbeitet. Herr Lennertz, wie weit ist man denn da im Saarland schon bei der Zusammenarbeit zwischen Land, also Landesregierung und den Kommunen? Also zunächst mal noch zu Herrn Fitt, weil das so ist, sind wir auch entschlossen, an dem Portalverbund Gestalten mitzuarbeiten. Da geht es nicht um föderale Egoismen, sondern wir wissen, wir müssen mit dem Bund zusammenarbeiten, um das auch hinzubekommen. Was wichtig ist bei dem Vorschlag von Herrn Fitt, ist nämlich, dass er nirgendwo einem anderen Land ein bestimmtes System aufdrängen will. Das wäre erstens mal, würde es viel zu lange dauern, es wäre zeitintensiv und würde auch zu teuer werden. Sondern er nimmt die Systeme, wie sie sind, und vernetzt sie an den Schnittstellen miteinander, sodass die Zugriffe auch möglich sind. Das ist schon mal sehr wichtig. Die Effizienzgewinne, die Herr Strabig angesprochen hat, hoch wichtig auch für uns, aus der Not eine Tugend zu machen, weil wir müssen Personal im öffentlichen Bereich einsparen. Und wir können nicht wenige Leute die gleiche Arbeit machen lassen, wenn wir nicht auf der anderen Seite auch Erleichterungen haben. Das geht von eben Gesundheitsmanagement bis hin zur Arbeitserleichterung eben durch die digitale Technik. Das ist sehr wichtig. Was die Zusammenarbeit im Saarland betrifft, sind wir sehr froh, dass der Spruch von dem Land der kurzen Wege auch da sich bewahrheitet, weil wir eine wunderbare Kooperation auf der Landesebene einerseits mit den Kommunen andererseits haben. Die Kommunen haben einen Zweckverband gegründet für digitale Angelegenheiten, EgoSaar. Den Verbund haben wir erst vor 2 Jahren noch wieder verlängert. Er existiert also schon seit 12 Jahren.
Und wir haben in diesem Verbund viele Erfolge schon hervorgebracht, zuletzt eben, dass wir einen Antrag beim Bundesverkehrsminister durchbekommen haben, womit das ganze Land flächendeckend mit 50 Mbit Leistung versorgt werden kann innerhalb der nächsten 2 Jahre. Die Ausschreibungen laufen zurzeit und wir hoffen, dass dann ab Frühjahr die Bagger laufen können und rollen können und anfangen, Leitungen zu legen. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Bürger eben das Portal auch nutzen können, dass eben die ausreichenden Kapazitäten vorhanden sind. Dazu kommt natürlich dann noch ein Landesdatennetz, das davon unabhängig sein muss, das geschlossen sein muss, das sicher sein muss. Das sind auch die Anforderungen des Bundes zu berücksichtigen. Wir gehen ja mit sensiblen Daten der Bürger auch um. Und das ist auch momentan in der Bearbeitung, dass wir das auch zusammen mit den Kommunen machen, einschließlich eines gemeinsamen Rechenzentrums. Denn nur durch solche gemeinsamen Sachen können wir Synergien erreichen und können das mit unseren Mitteln auch dann finanziell stemmen. Herr Fitt, wie optimistisch sind Sie denn in Bezug auf den Breitbandausbau? Darüber wird ja seit Jahren geredet. Sie haben jetzt gerade von 50 MB gesprochen. Es geht aber eigentlich schon auch weiter in den Gigabit-Bereich. Wird da geredet oder wird da tatsächlich auch getan? Ich glaube, das ist abhängig davon, in welcher Kommune, in welcher Gemeinde, in welchem Land man ist. Und das Saarland ist ja ein sehr schönes Beispiel, wie man, wenn man das sehr konzentriert macht, abgestimmt macht, für das ganze Land, für das ganze Bundesland eine sehr gute Lösung erreicht. Ja, das Saarland ist natürlich auch ein bisschen kleiner als manche andere Flächenstaaten. Ich würde das nicht immer nur mit der Größe alleine verbinden, sondern ich glaube, dass man im Saarland sehr gut zusammenarbeitet. Mhm. Und das ist für mich die Voraussetzung. Wenn jeder für sich versucht, so eine Lösung zu implementieren, wird man feststellen, viel schwieriger, man wird nicht ans Ziel kommen, zumindest nicht so wie im Saarland. Also deswegen Größe ja, aber die Zusammenarbeit, würde ich sagen, ist im Saarland Exzellenz. Und das ist sozusagen der Erfolgsvorteil. Ja, das ist doch wunderbar. Was kann denn die Wirtschaft tun, um die Verwaltung, um den Staat noch weiter zu unterstützen, damit man diesem Ausbau einen Schritt weit näher kommt und auch eben, dass man mehr Dinge implementieren kann. Intensive Partizipation in Events wie zum Beispiel der IT-Gipfel jetzt, wo seit jetzt schon zum 10. Mal, seit 9 Jahren, eben alle 3 wesentlichen Stakeholdergruppen zusammenkommen. Öffentlicher Bereich, Wirtschaft und Wissenschaft. Das hat natürlich eine Anfahrkurve gebraucht, sich zu verstehen, dass man Verständnis für die andere Seite gewinnt, wie die Entscheidungszyklen sind, dass man eben nicht Dinge in der Wirtschaft gleich behandeln kann, wie sie im öffentlichen Bereich sind und umgekehrt. Zweitens, auch mit dem Austausch von Best Practice Beispielen. Wir sind ein großer Verfechter von modernisieren statt komplett neu machen, weil das geht schneller. Man kann auf dem, was bereits schon entsprechend investiert war, aufbauen. Man hat die Nutzer des bisherigen System von vorne weg mit dabei. Man muss nicht eine neue Nutzergruppe aufbauen und, und. Alles das sind Dinge, wo wir feststellen, dass wir unglaublich kompatibel sind, gleich denken. Und ist ja eigentlich auch logisch, wir sind ja auch alle Bürger und erleben den Staat und erleben die Wirtschaft. Und da ziehen wir unsere Schlüsse. Also lange Rede, kurzer Sinn. Zusammenarbeiten, sich gegenseitig verstehen, die Best Practices austauschen, gemeinsame Erfahrungen austauschen, dann können wir das beschleunigen. Ja. Sie haben gerade so schön gesagt, Sie sind ja auch alle Bürger, also Sie sind nicht nur Staatssekretäre oder Wirtschaftsbosse. In welchem Bereich, ganz konkret, würden Sie sich denn persönlich wünschen, dass Sie sagen, okay, das müsste doch eigentlich schneller gehen, das müsste doch einfacher gehen, ich weiß nicht, irgendwas, was Sie beantragen wollen, irgendwas, was Sie verlängern wollen. Was fällt Ihnen denn da spontan ein, Herr Fitt? Ich bin vor kurzem erst nach Berlin umgezogen und würde mir den An- und Ummeldeprozess deutlich effizienter vorstellen, dass man nicht irgendwo hingehen muss und Termin bekommt, der ziemlich weit in der Zukunft liegt. Der Aufwand ist ungemein groß. Und meine alte Heimatstadt hat ja alle Daten. Die können automatisiert an den neuen Ort übertragen werden. Das stelle ich mir vor. Was stellen Sie sich vor? Das Gleiche. Dass wir in der Lage sind, die Behördengänge dramatisch zu reduzieren. Und was konkret hätten Sie gerne? Bei Umzügen, ganz wichtig, zum Beispiel, wenn man innerhalb einer Stadt umzieht, dann muss man in meiner Stadt mit dem Fahrzeugschein zur Behörde gehen, vor Ort kommen und muss die Adresse, die neue, dort eintragen lassen, obwohl sie nichts ändert. Nummernschild ändert sich nicht gar nichts. Das ist einfach althergebracht. Das entspricht nicht mehr dem, was die jungen Leute erwarten. Und eins ist glasklar, die Digitalisierung und die Services daraus werden in Zukunft auch Wahlen beeinflussen. In der Vergangenheit hat kein Politiker
ich sag mal, seine Akzeptanz bei den Wählern beeinflussen können, indem er ein IT-Projekt gemacht hat. Aber in Zukunft, wenn die Bürgerservices, die Art und Weise, wie öffentlicher Bereich und Bürger miteinander arbeiten, entscheidend sein für das Empfinden der Qualität der Umgebung, des Standortes, wo man sich befindet. Und das ist die Aufgabe auch der Politik. Herr Lennart, Sie als Gastgeber hier im Saarland dürfen jetzt den letzten Wunsch äußern. Was würden Sie sich wünschen oder was können Sie vielleicht ankündigen? Na, ankündigen will ich jetzt nicht, wenn Sie sich schon so uns alle fragen. Nach dem persönlichen Wunsch will ich auch einen loswerden. Die Karteikartenabschrift meines Führerscheines, ich habe noch einen alten grauen Führerschein und ich hätte gern diese neue schöne Karte. Und als ich das letzte Mal bei der Stadt war, hieß es, ich müsste zuerst in meiner Heimatgemeinde in Nordrhein-Westfalen eine Karteikartenabschrift besorgen, wo ich den Führerschein gemacht habe. Dann könnte ich hier den Führerschein auch tatsächlich beantragen, den neuen. Und ich wünsche mir, wenn ich das nächste Mal in den PC gucke, ich gebe zu, ich habe es lange nicht diesbezüglich gemacht, dann hoffe ich, dass da steht, Klick hier, Karteikartenabschrift bei der Stadt Düren in Nordrhein-Westfalen. Zweiter Klick, Erteilung des Kraftfahrzeugausweises, die Karte. Und drittens, Eintrag an Adresse, bezahlen die Verwaltungsgebühr mit einer anderen Möglichkeit, das auch online zu machen. Und dann habe ich zwei Tage später meinen neuen Führerschein. Das wäre schön. Wunderbar. Also ich glaube, wir haben das Thema digitale Verwaltung jetzt doch ganz schön plastisch machen können. Ich bedanke mich herzlich bei Staatssekretär Fitt, bei Staatssekretär Lennartz und beim CEO der Software AG, Herrn Streibig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.